So, hallo, herzlich willkommen zurück. Black Forest Poker, Ostermontag, euer Kanal für RFID Home Games. Da bin ich, wer auch immer schon zuguckt oder wer das Replay guckt auf YouTube. Ostermontag, unsere Episode 7 startet. Erste Hand läuft schon, wie immer, direkt an den Tisch. Den Rest erzähle ich später. Ab in die Action. Table Sound mache ich an, Musik aus. Los geht die wilde Fahrt. So, 7 Spieler haben wir heute, 7-Handed. Der Kevin ist schon am Start. Oh, ich sehe gerade, erste Hand geht direkt all in. Ah, da kommen wir ja just in time. Wer ist denn all in? Schwab aus dem Haiger noch gekommen. Erste Hand, Pocket Nines gegen Ace King. Und sie lassen es zweimal laufen. Ist ja verrückt. Also, da geht die Action schon direkt los hier. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, aber ich glaube, es funktioniert alles. Tatsächlich, erste Hand, all in. Was willst du mehr von so einem Livestream? Mehr geht da gar nicht. Cash and Bar lässt den zweiten Run hier laufen. Oh, da ist das Set für den Schwab. So, das ist die richtige Kamera. Und Split Pot. Also, nochmal gut gegangen für beide, du. Eieiei, was für eine Aufregung direkt am Anfang. So, also haben wir geschafft. Erste Hand ist gespielt, direkt all in. Mehr kann man nicht erwarten. Schön, dass wir heute wieder streamen. Ostermontag, 11 Uhr geht die Session los. Wir haben 6 Spieler plus unseren Dealer Cash in Bar, der heute nicht nur dealt, der ist Operator und Spieler. Das heißt, er ist heute das achtarmige Tentakel. Oh, ich sehe gerade, Kevin heute nicht am Tisch, aber zu Hause am Stream und er hat noch Bits auf dem Konto. Guter Mann. Sehr gut, Oster, das Fest der Liebe, des Osterhasen. Kevin, unser Osterhasi. Danke, danke, danke. Sehr gut, 100 Bits. Ich glaube, der Kevin will bestimmt noch den Menge stürzen von unserem Top-Spot als Top-Shearer, Top-Donator. Alles klar, weiter geht's. Hand Nummer 2, meine Fratze mache ich mal aus dem Bild. Und ja, Kevin, ich glaube, der Schwab hat seine Haare gefärbt. Poker-Outfit für den Stream, offensichtlich. Da schmeißen sich die Leute hier in Schale. Benny auch schon am Start. Grüß dich, Benny. Moin. Da kommen sie alle aus dem Bett gekrochen. Hand Nummer 2. Da geht doch auch schon die Action los. Open Race hier und Caller. 4 Spieler am Flop. Ace King 9 kommt runter. Durch einen Traumflop hier für Buddy Goal. Und da hat so ziemlich jeder connected. So wie es aussieht. Hitman spielt hier an. Das ist ein Gunshot. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von Grease Lightning. Kevin, ich war schon all in. Also, Gruß kommt an, Kevin. Funktioniert. Buddy Gold hier mit dem Race am Flop. Finde ich natürlich gut, wenn jemand auf so einem draw-lastigen Board reindonkt, will er auf alle Fälle immer weiter spielen. Von daher finde ich hier ein Race gut mit der Hand. Da kann er absolut Value generieren. Drawt hier immer zu den Nuts hier. Das heißt, jeden Draw, den er drin hält, gibt ihm wahres Geld. Wenn unterstrich Urzmilch 1990 haut ein dickes Prost raus an den Chat. Ja, sehr gut. Hoch die Tassen. Prost, Benny. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ist er noch vor 12. Also Prost an den Chat. Maroon auch schon da. Wachen echt alle auf. Guten Morgen. So, der River bringt jetzt hier keine Neuerungen. Der Turn hat aber den King gebracht. Das habe ich jetzt ganz übersehen in der Hektik. Und Birk setzt hier am River. Finde ich gut. Grease Lightning sagt, Benny, du geile Schlange. Und schlechte Nachrichten für Buddy Gold, der muss hier callen, hat hier viel zu viel Showdown Value mit dem Ass und besten Kicker. Da gibt es nichts anderes außer einem Call. Gewinnt ja noch gegen jedes andere Ass, von daher muss er hier den Crying Call auspacken und Birk zieht einen weiteren Pot. Yeah. Ja, Lightning ist der Meinung, das offensichtlich läuft die Technik stabil. Ich hoffe mal, das ist heute auch so. Wir haben noch mal ein paar Sachen geändert in der Location und auch im Streamaufbau, also besser gesagt ich in der Technik. Ich habe heute noch mal versucht, die Kameras neu zu fokussieren. Ich hoffe, dass jetzt alle Spieler auch immer
scharf, also fokussiert scharf, nicht anders scharf, im Bild sind. Jetzt gerade so Nico, Vize und die andere Gegenseite. Die Maincam habe ich nochmal neu eingestellt. Sollte doch alles funktionieren. Und der Geldregen hört nicht auf. Kevin hat noch viele Bits auf dem Konto, glaube ich. Und wenn er keine mehr hat, dann gibt es neue Bits, wie ich ihn Kevin kenne. Ne? Man muss auch mal investieren. Guter Mann, der Kevin. Also, weiter in die nächste Hand. Ich verpasse die ganze Action und verquatsche mich hier. Ich hoffe mal, der Table-Sound ist gut und klar verständlich. Meine Wenigkeit auch. Ich habe den Table-Sound bewusst bei mir mal leiser, dass ich nicht so ein Dauergebabbel auf dem Ohr habe. Ich höre zwar, was passiert, aber nur dezent im Hintergrund. Also, wir haben hier drei Spieler. C6, C8, Junge 10 und absoluter Gemüseflop. Alle checken durch. Da ist nicht viel los in der Hand. Das Ass am River. Macht ja auch keinen Unterschied. Gucken wir mal, ob noch einer die Initiative ergreift. Ja, keiner hat Showdown Value. Alle checken runter. Alles klar. Junge 10 gewinnt. Wahnsinn. Ja. Der Schwab sagt schon. Er könnte sich vorstellen, dass ich mich aufrege. Aufregen tue ich mich nicht, Schwab, keine Angst. Aber man kann so eine Hand auch mal anspielen. Einfach mal eine Conti-Bet machen und mal so kleine Pötte mitnehmen. Wenn man das den ganzen Abend macht oder den ganzen Mittag, die ganze Session, kann es durchaus sein, dass sich da was akkumuliert. Ja, Kevin wollte ja, hat mir extra noch darauf hingewiesen, ich soll mehr von diesen komischen Worten verwenden. Akkumuliert kommt nicht von Akku, sondern von Ansammeln. Von Pokerchips, das ist nämlich wichtig in so einem Pokerspiel, wenn man das den ganzen Abend, Tag über macht, dann hat man quasi auch nochmal ein Stack einfach so mitgenommen, so Beifang, könnte man auch sagen. Egal, haben sie nicht gemacht, Junge 10 gewinnt, weiter, nächste Hand. Ja, bis jetzt klappt es bei Cash & Bar als Spieler, Dealer, Operator. Das Dealer-Tentakel nennen wir ihn heute mal. Schwab steigt hier ein mit dem Race, Junge 9 suited, kriegt hier direkt die kleine 3-Bet von Birkules. Und Hitman prägelt rüber. Oh, das ist natürlich groß mit der Stack Size. 95 war die 3-Bet, 7,75 das All-In. Glaube ich nicht, dass er hier einen Call kriegt. Ja, und Birk ist ja bekannt, dass er auch gern mal lose Calls raushaut und ein bisschen loser spielt. Und er überlegt auch tatsächlich, ob er hier den Call machen soll. Ja, da Hitman grinst sich schon ein. Ja, da kommt der Call. Ich hatte es angekündigt, loser Call. Birk will gamblen, erster Orbit sowieso. Zweimal wird hier laufen gelassen. Schauen wir mal, was da Carlos draus macht. River einbuchen. Erster Run. Oh. Doppelasse. Also noch zwei Karo. Karo 3, Karo 7. Karo König. Ja. So, Turnkarte. Und, oh, da kommt's Karo und der River. Also die sichere 4. Alles gut. Ace King gewinnt. Oh, halt, falsche Kamera, sorry. Gucken wir uns Run 2 an. 7-7-4, auch sicher. 3. Und was bringt der River? Die 8. Ganz sicher. Also Doppel-Up für Hitman in Hand Nummer 4. Nice Pot. Also sind meine Worte wahrscheinlich Schall und Rauch. Lohnt sich doch hier einfach einen Value-Push rauszuhauen. Preflop im ersten Orbit muss man einfach mal machen. Genau, Benny, kurze Erklärung. Also die Spieler, wenn sie All-In sind, Preflop wird ja einfach gedealt. Man kann sich auch einigen, zweimal dealen zu lassen und dann wird der Pot gesplittet. Wenn beide Spieler einen Durchlauf gewinnen, dann gibt es einfach 50-50.
Das ist so eine Pokersache, das kann man machen. Muss man nicht machen, wenn einer sagt, er will nur einmal Klasse spielen, dann gibt es auch nur eine Runde und dann wird der Pot einfach zu 100% vergeben. In dem Fall wurde zweimal gespielt, beide Male hat der Hitman gewonnen, deswegen kriegt er den kompletten Pot. So, und Kevin fragt uns gerade noch hier, läuft das Weizen beim Dealer, beim Dealer Takel? Naja, so ein Initialweizen wird mal aufgemacht. Ostermontag, eins geht schon. Genau. Aber gut. So. Maroon schreibt, bei mir ist das Bild deutlich vorm Ton. Jetzt, wenn ich rede oder am Tisch. Am Tisch haben wir immer so einen leichten Versatz. Das liegt an den mehreren Kameras. Im Zweifelsfall den Stream nochmal laden, dann sollte es besser werden. Wenn es jetzt bei mir ist, dann muss ich das nochmal fürs Replay nochmal korrigieren. Ich habe nämlich bei mir nochmal was umgestellt. Kann sein, dass es jetzt bei der Moderatorencam ein bisschen versetzt ist, weil ich was umgestellt habe. So, nächste Hand, da geht es wieder weiter. In dem Fall jetzt der Buttigo hier mit dem Push am Button auf das Open Race vom Hitman. Und auch der called. Also erste Hand, da wollen es die Leute, aber wissen du, das Geld muss weg oder rein. Also, Buddy Gold bringt es rein und dominiert hier den Hitman mit Ass 5. Aber es ist natürlich eine Handkombi, da kann es auch gerne mal einen Splitpot geben. So, und Benny, die lassen es jetzt noch einmal laufen. Das heißt, 5 Karten werden gedealt. Ah, da kommt's Ass, okay. Ich sehe den Splitpot schon kommen. Batigol schüttelt schon den Kopf, präventiv. Die 6, ja, okay. Also. Ja. Und darüber die 4. Also, kein Splitpot, nur kleine Karten, nur kleines Gemüse. Nice, Batigol freut sich über den Double Up. Sehr gut. Nice, gefällt mir. Die Maincam sieht man jetzt gerade. Das ist ja das, wo wir unser neues Objektiv dran haben. Habe ich jetzt auch nochmal neu fokussiert. Die sollte jetzt doch nochmal besser aussehen. Und ich habe übrigens für alle Kameras, für alle Interessierten und Abonnenten unseres Pokervlogs nicht nur den Fokus eingestellt, sondern auch den Farbabgleich neu gemacht. Das heißt, das Bild sollte eigentlich ziemlich gut und natürlich aussehen. Gefällt mir auch. Insgesamt könnte der Hintergrund natürlich noch ein bisschen angenehmer aussehen, aber die Charaktere, Protagonisten, unter anderem unser Pokertentakel, sehen gut aus und machen ein gutes Bild und das ist auch das Wichtigste. Weiter geht's. Alles klar, Maroon? Gut, dass es läuft. Hand Nummer 6. Die Pokerrunde nimmt Fahrt auf. Doppelstraddle hier. Merkt man schon. Also, die Spieler haben Bock heute und das ist auch immer das Wichtigste. Hitman nimmt rein, Vize nimmt rein. Ne, Vize raced hier mit seinem Pocket. Cash and Bar hat Gott sei Dank einfache Entscheidungen als Dealer. Muss hier nicht allzu lang überlegen. Und Hitman bezahlt hier das Race und will gegen den Vize spielen. Ah, jetzt hat der Vize sich wieder nach vorne gelehnt. Der ist so ein bisschen out of focus. Das werde ich nachher nochmal kurz korrigieren. 778 kommt hier das Board runter. Hitman check und Vize stellt die Lage direkt rein, sorgt hier für klare Verhältnisse und zieht den Pot. Nice Hand, Vize. Macht er gut. Macht er gut, der Kollege. Der angehende deutsche Fußballmeister. Nennen wir doch einfach mal so. Nennen wir das Kind mal beim Namen. Ja klar, der Typ hier vor der Kamera, also hier ne, natürlich auch. Bild habe ich hier auch nochmal eingestellt an der Moderatorencam. Das war das letzte Mal ziemlich grisselig und auch nicht so toll. Das sieht jetzt auch deutlich besser aus. Rückt mich nochmal ins richtige Licht, würde ich doch mal sagen. Mein Bild ist nicht scharf. Mein Bild ist sowas von scharf hier, Belly. Ich gebe dir eine Verzerrung, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Da kannst du aber hier, ne? Okay, also da muss ich gleich nochmal rein. Nach der nächsten Hand machen wir ganz kurze Statspause. Ich hoffe, der Carlos wird es nachher noch checken. Ich mache mal kurz eine Durchsage an den Tisch.
Achtung, Achtung. Nach der Hand kurz Stets bitte das Licht beachten. Aha, okay. Kevin hat noch ein Bit gefunden. Er testet alle Alerts aus, die wir heute haben. Hand Nummer 7. Ass, König, Dame mit 2 Kreuz kommt das Board runter. Birk und Buddy Goal in der Hand. Ich habe jetzt leider die Preflop Action verpasst, aber es war auf alle Fälle ein 3-Bet-Pot. So wie es aussieht. Birk checkt hier mit getroffenen Top-Pair. Turn ist ein weiteres Kreuz. Ja, das ist eigentlich eine gute Karte für den Birk. Man kann davon ausgehen, dass Buddy Goal hier einen Flush Draw vielleicht angespielt hätte. Und Buddy Goal foldet hier. 6, 5, 5. So, Carlos ist in der Dealrunde. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz hier die Stats an. Also noch nicht viel passiert. Vize ein bisschen im Plus, Birk im Plus, Hitman im Minus mit 1,57 wegen dem Splitpot, wird da falsch gerechnet. VBIP 100% bei Hitman, der hat jede Hand gespielt. PFR, also alles noch nichts sagen nach einem Orbit, aber habt da mal einen kurzen Überblick, was es heute alles gibt an Sets und Optionen. Also weiter geht's. Hab rot gemacht hinten. Kevin fragt, was macht ein Taui? Taui Bits meinst du, Kevin? Ich habe keine Ahnung, was ich da eingestellt habe. Ich weiß es nicht. Irgendwas macht's, aber ich glaube, dass alles, was mehr als 100 ist, macht den gleichen Alert. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich eingestellt habe. Das ist auch noch so ein Projekt für Staffel 3. Werde ich dann nochmal die ganzen Alerts überarbeiten, haben wir ja schon drüber gesprochen. Da wird das alles dann nochmal standardisiert, nach EU-Verordnung normiert und dann auch durchgeführt. So, und grün war Go, Carlos, genau so wie wir das gesagt haben. Ich schreibe mal kurz rein. War grün Go, was ist denn im Straßenverkehr? Ist rot fahren oder ist grün fahren? Ja. Also man versucht es ja als Technikbeauftragter einfach zu gestalten für alle Anwender und Nutzer, aber muss ich vielleicht nochmal irgendwie so ein paar akustische Trigger einpacken hier in die Software mit unserem Streamerbot. Weiter geht's. Zweiter Orbit, Hand Nummer 8. Alle Folden. Und ist er quasi shorthanded, kommt es öfters vor, dass vielleicht nicht so viele Spieler in der Hand sind. Blind Battle, Schwab aus dem Small Blind, raised hier gegen Birk. Ich weiß nicht, ob der Schwab schon weiß, dass der Birk nicht foldet. Der Fold-Button existiert nicht beim Birk. Schwab. König Junge 9, Schwab ohne Conti-Bets. So, jetzt kommt aber noch die Dame. Ja, Schwab checkt wieder. Auch Birk hat hier keine Ambitionen. Jetzt haben wir die Bestätigung. Und die 10. Ja, jetzt könnte er noch einen Call kriegen. Birk wähnt sich hier im Splitpot. Und der Schwab aus dem Heigerloch zieht hier noch den Extra-Euro, unser, nennen wir ihn mal Golden Boy, zumindest mit der Pokerfriese. Nice. Alena ist wohl auch schon da offensichtlich, hat gerade das Abo rausgehauen. Tipptopp, vielen Dank. Jedes Abo zählt, also wer Bock hat und Prime hat bei Amazon, immer gern abonnieren. Wisst ihr ja, verfällt sonst und geht direkt 1:1 in die Yacht von Jeff Bezos, wenn ihr es nicht nutzt, um uns oder andere zu unterstützen. Lichtleitling sagt, das Wohnzimmer hätte man zumindest mal versuchen können aufzuräumen. Genau, Kevin schreibt hier noch, das Wohnzimmer hätte man zumindest mal versuchen können aufzuräumen. Ja, genau, richtig, Kevin. Hätte man versuchen können. Ich kann mich ja da auch nur wiederholen. Ich finde es immer gut, wenn man Möglichkeiten hat. Es ist immer besser, als wenn man keine Möglichkeiten hat. Ne?
In dem Fall ist es eigentlich, glaube ich, nur hinten die Decke und der Kabelwust. Ich habe die Trittleiter nicht weggeräumt, das war ich, weil ich vorhin die Kameras noch eingestellt habe. Dafür ist jetzt unsere Operator-Ecke komplett neu gestaltet mit unserem neuen super Sideboard. Die ganze Technik ist verstaut, also da sieht es tipptopp aus, was leider überhaupt nicht im Bild ist. Haben wir richtig gut gemacht. Werde ich aber auch nochmal extra eine Story zu machen, beziehungsweise einen Vlog. Das war sehr, sehr super. Und dann noch Bayer reingekriegt. Das war auch meisterlich. Das Bier hat geschmeckt noch. So. Ich nutze jetzt aber mal ganz kurz die Gelegenheit, während die Hand hier läuft, und werde kurz die Kamera für den Vize noch mal kurz fokussieren. Ich bin gleich wieder da. Der fliegt da vom Platz und dann letzte Aktion macht er das durch. War schon. Aber macht auch stark Touren, darf man sagen. Also da so ruhig zu bleiben in der Situation und dann nochmal auch weiter. Ein bisschen lauter machen, ja. Du hast kein direktes Mikro hierher, oder wie? Noch nicht. Aber ich mit der Sprachausgabe kann ich das machen. Chris Leitling sagt, der Mikromac ist ja nur der, weil es warm ist, oder was ist da los? Funktioniert eigentlich die Sprachausgabe dieses? Chris Leitling sagt, der Nikomac ist ja nur der, weil es warm ist, oder was ist da los? Funktioniert eigentlich die Sprachausgabe dieser Nachricht für alle, oder? So, Buddy Goal gewinnt offensichtlich. Ich habe jetzt gerade noch einen Cash and Bar Folden sehen. Genau. Cash and Bar lässt sich hier rausblöffen oder wie auch immer. So, Kamera habe ich eingestellt. Chris Leitling sagt, der Nikomac ist ja nur da, weil es warm ist, oder was ist da los? Funktioniert eigentlich die Sprachausgabe dieser Nachricht für eine oder nur für mich? Redet er ja schon unfassbar viel im Chat. Mein Gott, habe ich Fettfinger heute. Quasi nonstop am Schreiben. Ich muss das erstmal alles wieder lesen, Kevin, gib mir eine Sekunde. Der Nikomac ist ja nur da, weil es warm ist, oder was ist da los? Blablabla. Funktioniert diese Sprachausgabe? Nee, die Sprachausgabe, haben wir das gerade gehört, die Sprachausgabe, die müsste nur im Chat gehen, also jetzt quasi im Stream, wenn das jetzt gerade kam. Und am Tisch selber gibt es keine Sprachausgabe für den Chat, nur dieses Grußfeature wird vorgelesen, alle anderen Sachen nicht. Ah, genau, ebenso hatte ich es auch gemacht. Müsste man vielleicht auch dann nochmal einschränken für so... Wie nennt sich das? Heavy User, wie unseren Kevin Grease Lightning, der die Nachrichten hier spammt. Okay, weiter geht's hier. Hand Nummer 10. Gucken wir mal, ob wir jetzt mal eine Hand mit mehr Spielern zusammenkriegen. Die sieht auch schon sehr vielversprechend aus. Straddle, Nico mit dem Open Race. Schwab mit der 3-Bet. Und jetzt hat Buddy Goal die Entscheidung. Sehr vielversprechend. Sehr viel versprechen. Buddy Gold hier mit dem Titan Folds und Nico Mack, der wird sich jetzt nicht lange bitten lassen. Al-Maria sagt, hallo Race Kevin. All-in und der Schwab calls und sieht direkt hier die schlechten Nachrichten. Queens gegen Tens. One time. Ja, Nico ist egal. One time. Also, gucken wir mal, was der Dealer raushaut. Ja, sicheres Board hier für die Ladies von Nico. Ja, die 6 verändert nichts, gibt es nur noch die 10. Und die kommt nicht. Also, nice Hand hier von Nico.
Der zieht hier den Pots und kann hier verdoppeln. Gibt einen Kevin hier für Nico. Macht er gut. Und der Schwab denkt sich, wenn er schon mal hier unten ist, dann muss er es raushauen. Hallo Alina, schön, dass du da bist. Sollen wir uns hier rüber unterhalten? Ich denke, heute würde das sehr feiern. Hier von Nico. Ja, Kevin, ihr könnt euch gern über diese Funktion unterhalten, weil ich höre das nicht. Ich war nämlich so schlau und habe das für mich deaktiviert. Das hören nur die Leute im Stream. Also ihr, so schlau war ich natürlich. Ne? Ich habe daran gedacht, dass es so Leute gibt wie dich. Ja, gerade mal sagen, hier Applaus an mich. Applaus an dich, aber trotzdem, Kevin, auch wenn du nicht am Tisch bist. Du hast mir ja letztes Mal was mitgebracht, und zwar diese kleine Ekligkeit. Chupa Chups, Melon and Cream Flavor, Getränk des Tages, ist heute dieses leckere Getränk. Kevin schenkt mir als immer ein Überraschungsgetränk, an dem ich mich versuchen soll, das idealerweise auch furchtbar schmeckt. Und ich glaube, das wird tatsächlich sehr furchtbar schmecken. Das Einzige, was mich hier... ich will nicht positiv sagen im Zusammenhang mit dieser Dose, die ich in der Hand habe. Das Einzige, was mich irgendwie Hoffnung erahnen lässt, ist der Begriff Sparkling, also mit Kohlensäure. Das könnte dem Ganzen ein bisschen das Ekelhafte nehmen. Was macht der Cash and Bar da? Genau. Wir gucken uns aber die Hand an und nach der Hand mache ich das Getränk auf, Kevin. Dann kannst du live erleben, wie ich wahrscheinlich zugrunde gehe an dieser Dose, die verbeult ist. Wir finden es raus zusammen. Sehr lecker. Ich hoffe, dass das lecker wird. Ich habe noch gar nicht die Zutaten durchgelesen. Bei mir sind es 6,45 und kann das ja im Prinzip da abziehen. Ja, Cash and Bar sortiert sich gerade noch mal ganz kurz als Dealer-Operator, ob er alle Eingaben richtig gemacht hat. Kann sein, dass ein Stack oder so nicht ganz stimmt. Muss man dann noch mal kurz händisch korrigieren. Ist aber auch bei allen anderen Poker-Streams so, dass es mal falsche Eingaben gibt und die dann nachgebessert werden müssen. Nico Mack hier mit dem Straddle. Cash and Bar, Doppelstraddle. Oh, Ace King Suited ist natürlich nice. Birkulis limmt hier rein, Dame 7 off. Batigol hat jetzt hier als erster eine reguläre Hand. Bringt die Lage rein. Der Stack stimmt natürlich nicht, nicht irritieren lassen. 11,50 sind gelistet, aber effektiv waren das vielleicht so 3 oder so. Genau, also der Pot wird auf alle Fälle nicht stimmen. Der Kados wird es korrigieren nach der Hand kurz und nochmal neu zählen. Genau, jetzt natürlich wieder... Maximal dankbar für Cash and Bar. Nico callt hier, oder callt das All-In und Cash and Bar kann einfach drüber prägeln und hat die beste Hand. Wie das halt so ist, ne? Wenn es einem reinläuft. Zwei Spieler pushen rein und man selber hat die Nuts und muss nur noch callen. Nice. Also, jetzt Showdown und da zeigt der Cash and Bar die starken Hände. Oder die starken Karten. Ja, und man sieht es ihm schon an, es freut den Cash im Bar. Der alte Mela mit der riesen Luckbox. So, wir sind Kreuz. 8, 10, ne? Ja, Nico Mack hofft hier für Kreuz. Da kommt die Lady, aber auch ein Herz. Also die Dame ist schon mal gut für Nico Mack. Ja, kein Herz, jetzt wird es eng. Nur noch Ace hier für den Cash im Bar. Und der King kommt. Nico Mack, 2-Pair. Stackt hier beide Spieler. Nice hier. Nico Mack stackt beide. Oh, falsche Kamera, sorry. Nico Mack stackt beide Spieler. Und genau, dann muss der Cash and Bar nochmal einen kurzen Chipcount machen bei Nico Mack, damit es wieder stimmt. Ja, gut, wenn er mit alle ist. Ich muss doch 5 Euro über Truff zählen. Ja, wir haben gesagt, vorne. Ja, ich bin nur bei mir, schütze nur. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von all_Maria. Hallo, Alina. Morgen. Das heißt, wir brauchen jetzt kurz einen Count von Nico. So, Achtung, Achtung. Genau, also Kados läuft rein bitte. Vermeintlich, aber der Runout ist natürlich jetzt nicht so gut. Bringt uns zurück zum Getränk des Tages. Diese leckere Dose hier, Chupa Chups, Sparkling Melon Cream.
Flavor. 345 Milliliter mit dem aufgeklebten Pfandetikett. Das ist bestimmt für Deutschland produziert. Ich freue mich schon wahnsinnig, Kevin, dieses Getränk trinken zu dürfen. Zumindest läuft es nicht aus, als ich es aufmache. Auf ist es. Und ich wünsche euch alle schöne Ostern. Und hoffentlich werde ich nicht blind, wenn ich das trinke. Riechen? Ja, ja. Riecht nach Melon und Cream oder irgendwas? Schmeckt's nicht, Holger? Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich muss gerade nochmal einen Schluck nehmen. Ist vor allem wichtig, dass man so, wie bei so einer guten Spirituose, so kleine Zipper nimmt, um das dann so das Mundgefühl aufzukriegen für das Getränk. Also, es schmeckt erstaunlich laff, würde ich sagen, Kevin. Laff ist, glaube ich, ein Ausdruck, der passt hervorragend zu diesem Getränk. Das Einzige, was dominiert, ist Kohlensäure und Zucker. Weil ich würde sagen, von dieser Dose ist ungefähr so viel Zucker, dann noch so viel Kohlensäure und der Rest ist dieses Getränk. Ja, schmeckt so laff. Also, Rating, ich würde so 1,7 von 10 würde ich dem Ganzen geben. Auf der Geschmacksskala eklig ist es zum Glück nicht. Also es hält sich in Grenzen durch die Neutralität. Also ist schon zuckerheavy. Danke, Kevin, für dieses Getränk. Ich zipp nochmal. Und trink einfach nochmal einen Schluck Wasser hinterher, das sollte ja helfen. Danke, Kevin, danke. Boah, das ist ein süßer Blubber hier. Lego Mio, danke, Kevin. Zurück zum Poker, Hand Nummer 12. Drei Spieler hier mit viel Kleingemüse. Ja, die junge 10-5 in Herz. Das heißt, Hitman hier eigentlich mit der besten Hand. Alle checken durch. Da kommt nochmal die 5, das ist natürlich nice. Schwab jetzt mit Trips. Gucken mal, was er draus macht. Oh, nein, die Kamera ist ausgefallen. Ein Drama, die muss ich gleich neu starten. Buddy Gold callt hier die Bet am Turn vom Schwab und darüber blankt. Und der Schwab auf alle Fälle nochmal ansetzen. Setzt die ganze Lage und das ist natürlich zu viel, da kann er keinen Call kriegen hier. Ohne Treffer hat er vielleicht gehofft, dass der Gegner hier eine starke Hand hält. Dem ist leider nicht so. Er wird aber trotzdem zufrieden sein mit der Hand der Schwab. Ist ja klar. Also wenn man Hand gewinnt, ist man immer zufrieden. Von daher alles gut. Ich würde sagen, wir fangen langsam mal an, den Tisch vorzustellen. Das habe ich natürlich wieder vorbereitet. Gucken wir uns doch mal an. Auf Seed 1 haben wir unseren Schwab, aka Manu aus dem Haiger Loch. Original-Mitglied unserer Friday-Night-Runde. Also der ist schon ewig dabei. Trinkt auch gerne mal Bierchen, auch jetzt zum Festbar, gehört dazu zum Pokern, hat er Spaß dran. Wenn der Kevin der Table-Talk-Master war, ist der Schwab der Table-Sammelmaster. Der sammelt sich auch gerne mal einen ab. Und ich würde ihn fast schon als Table-Shark Nummer 2 einstufen. Ehemaliger Weltranglisten-Erster, was unsere Poker-Rangliste angeht. Also das ist schon kein einfacher Spieler, gegen den man spielt. Der packt schon ein paar Plays aus. Immer, immer gefürchtet am Tisch, unser Table-Sammelmaster. Schwab, herzlich willkommen. Ist zwar nur einmal im Jahr oder so dabei, aber immer gern gesehen. Früher in Freiburg gewohnt, da war er natürlich immer dabei. Jetzt ist er weggezogen und leider nicht mehr so oft am Start. Wir haben Doppelstraddle in der Hand gehabt, hier von Birk und Nico Mack eröffnet hier. 1,50 mit Ace Queen. Kriegt hier den Call von Junge 8 suited. Board. Okay, ein Kreuz ist da. Mögliche Backdoors hier für Birk.
Ja, finde ich gut hier. Keine Conti-Bet zu machen, ist schon sehr safe, das Board. Würde jetzt aber am Turn auf alle Fälle eine Conti-Bet ansetzen, eine kleine zumindest. Das macht er hier auch. 1 Euro. Lädt hier den Birk zum Floaten ein. Gucken, was am River rauskommt. Noch eine 5. Das letzte Replay angeschaut? Ja. Jetzt gucken wir, ob der Nico setzt oder den Gegner bluffen lassen will. Nee, er setzt. Und Birk hat natürlich keine Möglichkeit, hier noch weiterzuspielen. Wenn der Nico hier checkt, kann der Birk natürlich hier einen Bluff ansetzen. Aber so ist die Hand ja relativ schnell durch. Ich glaube, Birk hätte es auch gemacht, wenn der Nico gecheckt hätte. Aber das ist natürlich immer schwer zu timen dann, wenn du so eine Hand hast. Im Zweifel immer setzen. Immer setzen. Ist ja meine Rede. Ne? Also wenn ihr eine Hand habt und am River seid, bevor ihr da irgendwie den Gegner einen Gratis-Showdown gibt, immer setzen. Immer setzen. Und Kevin setzt auch alles, was er hat. Ein Bit nach dem anderen. Kevin haut raus. Ich weiß aber nicht, ob es schon reicht für den Menges. Muss man gleich mal gucken, wenn der Ticker unten durchgelaufen ist. Der läuft ja immer hier durch. Ob der Kevin hat den Menges, glaube ich, noch nicht überholt. Ne? Menges unser Top-Cheerer, aber Kevin ist ihm auf den Füßen. Vielen Dank. Aber trotzdem danke. Ah, dieses Getränk. Nach irgendwas schmeckt das. Ich komme aber gerade nicht drauf. Ich denke nochmal nach und dann gebe ich euch gleich nochmal ein Vergleichsgetränk. So, Birk wieder mit dem Straddle. Der will die Action am Laufen halten. Buddy Goal erhöht. Kriegt zwei Caller hier. Zwei Caller, vier Caller. Fünf-Handed am Flop. Und Junge 9-7. Zwei Karo. Interessant. Das könnte Action versprechen. Two-Pair hier für Birkules. Buddy Gold als Open Raiser ist direkt raus. Nico mit Chips und zum Flush Draw mit dem Call. Und Cash and Bar jetzt natürlich mit dem Combo Draw. Wird hier immer raisen. Kann man nicht vorstellen, dass der hier nur einen Call auspackt. Geht direkt all in. Insta-Call von Birk natürlich. Und Nico Mark hat jetzt natürlich mega Odds hier. Kriegt hier gute 2 zu 1 für seinen Flush-Draw, der natürlich nicht mehr live ist, aber denkt jetzt natürlich auch nach. Ne? Ist der Flush-Draw hier gut, ist er nicht gut? Wenn er gut ist, muss er natürlich immer callen, aber wenn er nicht gut ist, ist er natürlich sehr weit hinten. Ja, ich habe einen Flush-Draw. Ja, sagt es ja auch direkt. Ich kann ja die Gedanken lesen, der Spieler. Als erfahrener Poker Kommentator und Spieler. Ja, tatsächlich. Nico hat ja schon gute Gedanken. Oh, nice Fold hier von Nico. Der wittert schon die Gefahr und trifft hier intuitiv die richtige Entscheidung. Nice. Okay, zweimal wird gespielt. Ja, oh, okay. Guter Fold. Ja. Guter Fold. Ja, Nico freut sich über seine Entscheidung, die er hier getroffen hat. Okay, erster Run. Die Spieler lassen zweimal laufen und da kommt auch direkt das Karo an. Full House Outs noch? Nee, kommt nicht an. Erster Run Out geht an Cash and Bar. Jawohl. So machst du jetzt Spaß. Ne? Ich glaube, der Holger, der spielt. Ja, der Holger hat meinen Fold ja schon mal kritisiert. Und dann. Ja. Der soll bleiben. Ja. Das ist mal die Bank. Weil wird einfach nicht ein Nachteil, dass man mit diesem. Oh, ja, kommt nochmal der Flush. Wie gesagt, der hat auch ein Glück, dieser Cash and Bar, das ist Wahnsinn. Noch eins, gibt's doch gar nicht.
Ich habe also die Dame. Ja. Also Riesenlack. Man merkt auch, der Tisch ist sofort in Aufruhr. Ob der Dynamik, ob des Runouts. Nico sagt, die Luckbox hat zugeschlagen. Nice Hand hier auf alle Fälle von Nico Mack. Intuitiv hier den Flushdraw gefoldet, wie ich es bereits gesagt habe in der Hand. Wenn der Gegner hier einen höheren Flushdraw hat, ist er halt so gut wie tot. Und die Gefahr ist natürlich bei so einer Situation und so einem Draw-Heavy-Board und Check-Raise-Dynamik immer gegeben. Also sicher, Sicherheits-Play hier vom Nico Mack. Ein echter Haudegen haut es da einfach rein und denkt nicht drüber nach, gerade wenn ich so im Plus bin, aber so ist es halt. Ne? Trotzdem, nice Hand. Ich habe mich für meine Entscheidung, mich danach aber gelobt. Ja, er versucht meine Gedanken zu lesen. Nee, ich habe dich schon während der Hand gelobt, Nico. Ne? Also alles richtig gemacht. Nice Hand, kann ich da nur sagen und das werde ich jetzt auch nochmal hier. So spielt man Poker. Nochmal sagen. Cash and Bar. Holt sich einfach die Chips hier von den Spielern. Okay, weiter geht's. Genau, die Stats-Runde machen wir noch ganz kurz. Cash and Bar sagt's. Also, Nico Mack, immer noch 3 Lagen im Plus nach der Hand. Batigol und Birkulus 1 Lage im Minus. Also nicht viel passiert. VPIP sieht man aber, dass die Spieler hier deutlich aktiver spielen, jetzt gerade, weil es Shorthanded ist. Schwab Birkulis hier im Bereich von 76 und Vizo Nico sind noch ein bisschen zurückhaltender. Nicht, dass es zurückhaltend wären, aber zumindest einen Ticken weniger spielen sie. PFR, Batigol am aggressivsten. Cash and Bar noch ein bisschen verhalten, aber der hat auch viel zu tun heute, hatte ich ja bereits gesagt. Okay, doch. Also, das waren die Stats. Die Spieler stärken sich jetzt gerade noch hier in der Küche und füllen Getränke nach. Ich fülle jetzt auch nochmal nach. Kevin, vielen Dank nochmal für dieses Getränk. Und ich glaube, das, was mir am ehesten in den Sinn kommt, ist dieses grüne Red Bull, wie auch immer das heißt. Heißt das Kaktus irgendwas? Also das schmeckt nicht nach Lemon, sondern eben so Kaktus, Aloe Vera, irgendwie so. Wenn du das falsche Duschgel hast und es in den Mund kriegst. So, ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Wenn du so ein Aloe Vera Duschgel hast und da so eine Ladung in den Mund kriegst, so beim Kopfwaschen, so schmeckt es, Kevin. Also fantastisch, ne? Dieses Cream Flavor ist eher so seifig. Ich glaube, das habe ich gesucht. Danke, Kevin, danke. Mm. Ja, genau, aber jetzt nicht irgendein Duschgel, sondern wenn du in so einem Untermittelklasse-Hotel bist und dieses Duschgel vor Ort nutzt, so schmeckt es. Genau so schmeckt es. Und jetzt habe ich die ganze Hand verquatscht, aber da ist eh nichts passiert, 50 Cent Pot. Ich glaube, das trifft es so ungefähr ganz genau. Genau, aber ich habe jetzt schon fast die halbe Dose leer und ich glaube auch meinen Zuckerbedarf für die ganze Woche gedeckt, laut EU-Grundverordnung. Was ist denn da drin? Kohlensäurehaltiges Wasser, Fructose, Glukosesirup, Zucker, Melonensaft aus Melonensaftkonzentrat, konzentriertes Milcherzeugnis, Milch, das Milchpulver drin. Naja, also die ersten 4 Zutaten, 5 Zutaten sind einfach nur Zucker. Also von daher, vielen Dank. Und die Nährwerttabelle ist hier. Auf 100 Milliliter 11,9 Gramm, also 12 Gramm, geht ja noch, dann sind es so 40 Gramm Zucker hier. Ist ja nicht so viel, ne, für eine Dose. Boah, danke, Kevin. Wir schauen uns lieber Pokerhände an. Hand Nummer 16. Batigol hier mit dem Straddle. Nico Mack eröffnet die Hand. Gefällt mir übrigens sehr gut hier mit der Short-Handed-Dynamik, Six-Handed, Seven-Handed. Da ist doch schon ein bisschen mehr Zug drin als so im Full-Ring-Table. Und wir spielen natürlich schon jetzt zur Mittagsstunde, da ist natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Dynamik am Start. Gefällt mir sehr gut. Birk hier mit der 3-Bet auf 2,50, kriegt hier 2 Caller. Birk Strich. Board kommt runter, König Junge 9, 3 Karo, interessant. Weiß nicht, ob ich gegen den Karo wieder spielen soll. All in.
Sport mit Top her und bei dem Zehner bringt die Lage rein. Vorsichtiges Race und zwei. Und jetzt schauen wir mal, was Nico Mark diesmal macht. Hot Size geht rein. Ich habe kein Karo. Das klingt schon mal positiv. Ich wollte schon mal. Jetzt sagst du, hast auch keinen Treffer. Und dann bin ich glücklich. Zweimal euch boostet man heute. Ja. Also die Option habt ihr ja auch noch. Also er nimmt sich hier wirklich Zeit für die Entscheidung. 10,75er. Ja, knapp 1 zu 2. Hätte ich keine schlechten. Hast du geflockt oder wartest du noch auf eine von denen da unten? Oder warte, was du hast? Also ich hab's Top her. Oh. Wildeste Schwab hier hören. Das war so was, sehr verhalten. Will der Schwab das hier hören? Man weiß es nicht. Ah, Mann, ey. Bei Flashdraft holen, danach noch Top-Hair holen, das ist halt schon. Oh, jetzt gibt es noch ein bisschen Table-Talk hier. Aber ich könnte Drawing Dead sein, ging nicht schon. Guter Table-Talk hier vom Manu. Stichelt hier nochmal ein bisschen nach dem Flashdraft-Hold, gerade eben, von Nico. Ich hasse es. Nico foldet. Eieiei, das gibt's doch nicht. So, zeigt der Schwab eine Karte. Jetzt zeigt die 10. Ja. Ja, ja, gut. Das ist ja okay. Zeigt die 10 hier. Nice Hand. Du musst schon noch ein bisschen drauf warten. Nice Hand hier vom Schwab. Der zieht hier den Pot direkt. So und, spielt man Poker. Nico Foldes nimmt sich hier doch eine richtig lange Bedenkzeit, Bedenkpause, analysiert die Hand und findet hier den Fold-Button. Gibt natürlich viele Hände, gegen die er vorne ist, klar. Flush-Draws, Straight-Draws, Combo-Draws ist er auch noch knapp vorne. Aber gibt halt auch viele Hände, gegen die er halt schon ganz weit hinten ist. Sets, fertige Straßen, fertiger Flush, also da gibt es schon einiges. Und diese Combo-Draws ist er halt nur ungefähr eben. Das heißt, gegen die Summe der Hände kann man hier schon einen Fold finden. Man kann natürlich auch sagen, lockere Runde, eine Lage, 100 Big Blinds, da folde ich nicht. Wäre eine Option gewesen, hatte ich ja schon mal erwähnt, ist immer gut, wenn man Optionen hat. Nico hat sich jetzt zweimal für die Option Fold entschieden. Werden wir dann vielleicht nochmal in Zukunft erörtern oder thematisieren, die Option Fold. Passen die geheime Waffe? Hier haben wir nicht nur ein Doppelstraddle, wir haben ein Dreifachstraddle, wir haben ein Vierfachstraddle vom Schwab. Und Buttigo macht das einzig Richtige, stellt direkt die Lage hier rein, hat ja effektiv hier nur 4,5 Big Blinds. Cash and Bar wird hier natürlich folden und der Schwab wird hier all day callen hier mit King 10. Gibt es ja gar nichts anderes. Also, hat er will Karten. Ja, wird er leider dominiert, aber also immer ein Fold hier vom Schwab. Aber gut für die Action, also nice, was die Spieler hier raushauen. Die sind motiviert, das merkt man richtig. Jetzt gucken wir nochmal, was der Cash and Bar draus macht. Okay, Dame 6-2. Das ist schon. Ist klar, da kommt das Ass und damit ist der Schwab drawing dead. Ja, Quatsch, was rede ich denn? Hätte natürlich noch die Straße machen können, aber effektiv ganz weit hinten, gute Karte hier für Buddy Goal. Und Buddy Goal gewinnt hier auch die Runde. Nice Hand. Jetzt wird noch kurz der Stack-Count gemacht und dann gewinnt der Schwab die nächste Hand.
So, wir nutzen das ganz kurz und machen mal weiter an der Spielervorstellung. Da waren wir nämlich stehen geblieben auf C2 Birkulis. Den kennt ihr natürlich schon aus den letzten Streams. Auch ständiges Mitglied unserer Runde. Lucy Goosey, der spielt ganz viele Hände, ganz viele Hände. Ist wahrscheinlich jetzt schon aufgefallen in den zwei Orbits. Re-raised, Pre-Flop auch sehr oft, eigentlich so sein Standard-Move. Und findet den Fold-Button eigentlich nie im Vergleich zum Nico. Und dementsprechend ist er auch eigentlich kaum blessbar. Von daher aufgepasst bei diesem Spieler. C3, Hitman, ist auch nicht immer dabei, aber doch immer öfter oder gern mal wieder. Wenn er Zeit hat, spielt er gern mal mit. Auch engagierter Pokerspieler. OG Keller Poker Member, ja, Gründer eigentlich schon. Also einer der Spieler, die auch einen Keller Poker ab und zu veranstalten. Immer lustig drauf, immer gut drauf. Omega Pro hat eine Verbindung zum Omega. Freiburg Locals werden das wissen, was das bedeutet. Und Bluffy Bluffy, der haut halt auch gern mal einen Bluff raus. Da ist er sich nicht zu schade. Der juckelt auch gern mal, ne? Und jetzt haut er den Stack raus, weil die Spieler schon wieder hier einen Vierfach-Stratter machen. Was ist denn da los? Hitman hier mit 2,5 Blinds effektiv. Die gehen natürlich sofort rein. Und der Schwab holt hier 7-2, schade. Birk natürlich mit dem Call, mit Ace-Jack. Und ich sehe gerade, Yannick kommt auch. Ich glaube, Yannick aus dem Urlaub irgendwo. Ich habe Insta gesehen, wo auch immer ihr gerade seid. Sei gegrüßt. Herzlich willkommen im Stream. Also, einmal wird gespielt. Oh, King Jack 10. Die 6. Und was haut da raus, der Cash? Die 7 in Kreuz. Okay, also Hitman hier mit dem Double Up. Nice Hands hier. Also da geht's jetzt richtig rund, richtig zur Sache. Die Jungs geben richtig Gas am Tisch, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so Shorthanded, Mittagsrunde, da könnte es vielleicht so ein bisschen zögerlich zugehen. Aber Schwab, Hitman, Birk, Nico, das ist schon eine gute Kombi. Die treiben die Action schon ordentlich an. Cash and Bar natürlich auch als Dealer, der die hier mit Händen füttert. Und ich hoffe, das trägt zu eurer Unterhaltung bei. Kevin schreibt gerade noch was im Chat, ob seine Nachricht untergegangen sei mit dem Getränkelink aus dem Asiatenladen. Nee, die ist nicht untergegangen. Ich habe sie nur ignoriert, wenn du das eigentlich genau wissen willst. Weil ich könnte mir schon denken, dass irgend so ein Litchi-artiges Getränk als nächstes kommt. Aber sei dir sicher, Kevin, auch du wirst dann wahrscheinlich Ende April nochmal den Moderatoren-Seat begleiten. Da wird sicherlich auch ein schönes Getränk auf dich warten. Ne? Ist ja ein Geben und Nehmen. Soll ja auch Ostern, christliches Fest und so. Ne? Genau. Fühlst du dich unterhalten? Das freut mich. Ich hoffe, alle anderen fühlen sich auch unterhalten und genießen das, während sie ihren Osterschmaus oder was auch immer sie gerade tun, verrichten. Ich nehme noch mal einen Schluck von diesem Duschgel hier. Ja, Replay, Yannick, genau, unbedingt angucken. Ne? Wenn ich es fertig mache, fertig schneide, mal gucken, ob es mir heute noch reicht. Kann aber auch sein, dass ich es erst am Mittwoch fertig machen werde, das Replay. Wir werden sehen, aber wird auf alle Fälle zeitnah kommen. So, Straddle Eye geht weiter. Ja, Cashenbar sagt's, drei Spieler. Okay, Queen Jack 3 mit 2 Kreuz. Gucken wir, ob einer hier angreift. Ja. Hitman macht vernünftigen Move, spielt ja einfach mal an und nimmt den Pot mit. Da wären wir doch bei dieser kleinen Gewinnmitnahme. So, sehr gut. Und unsere Spieler haben unser Bot-Feature entdeckt. Genau, nice. Sehr gut, ne? Funktioniert. Tipptopp. Dank Streamerbot. Guter Tipp, Kevin. Also das funktioniert rock solid, die Geschichte. Also, wir gucken mal weiter. Die Spielervorstellung. Bei C3 waren wir stehen geblieben. Gucken wir uns mal C4 an. Batigol.
Kumpel von Hitman, auch Mitglied, Originalmember aus der Keller-Poker-Runde von Hitman. Fußballexperte, also der hat zu jedem Fußballverein hier in der Region bis in die 38. Spielklasse runter was zu sagen. Zumindest alle aus dem Bereich des Schwarzwaldes, nämlich da kommt er her. Der höchste Wohnort der Fußballrunde, der wohnt schon deutlich über den anderen Spielern. Immer gern gesehen am Pokertisch, immer gut drauf. Wenn er auch eher ein heiterer Spieler ist, immer gern gesehen. So, und wir haben wieder drei Fast Straddle. Ja, Yannick, euch auch. Schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Unternehmt was Schönes. Und stimmt, ab heute ist ja, glaube ich, dieses Zeug legal. Ich glaube, hier in der Pokerrunde ist es kein Thema. Aber für viele sicherlich auch interessant an diesem Tag. Also Cash & Bar steigt hier ein mit einem Raise und kriegt hier einen Call von Hitman. Board kommt runter. 668 mit 2 Herz. Auf der Hölle im Board, dass Cash & Bar hier Conti betten wird. Weil der Gegner ja nicht oft connected und kriegt das Insta-All-In. Quasi die gleiche Bet nochmal. Jetzt kriegt der Cash & Bar natürlich gute Odds. Und jetzt sind wir natürlich am Punkt, wo er als Spieler, Dealer und Operator noch nicht mal seine eigene Bet eingegeben hat. Hoffentlich drückt er jetzt nicht auf Fold oder auf Call oder irgendwas. Er müsste erstmal die Bets eingeben. Gucken wir mal, was er draus macht. Also, wie gesagt, das ist die Gefahr, wenn du selber spielst und dealst und operatest. Okay, nice Hand, er hat es geschafft, hat hier beide Spieler all-in gebracht, softwaretechnisch, und hat den Call gefunden. Also zweimal wird gespielt, auf Umwegen hat er es geschafft, seine eigene Bet nicht eingegeben, aber das Resultat ist das gleiche, von daher gucken wir mal, was er draus macht. Ace 5 gegen Pocket 5s, wir schauen mal, zweimal wird gespielt. Gegen Carlos. Ja, erster Runout. Dame Kreuz. Und das Ace. Also Hitman gewinnt den ersten Run. Das heißt, das zählt jetzt, oder? Jetzt kam ja kein Flush. Stimmt. Bist du doch mit drauf, deswegen, oder? Mhm. Neun. Okay. Und? Die 6, alles klar, Full House. Zweiter Run geht an Cash & Bar. Splitpot ist natürlich am besten, gibt es keine Sieger, keine Verlierer. Alle freuen sich, kann nichts schief gehen. So, und jetzt haben wir wieder diesen Bug vom Kevins letzte Mal. Die eine Einstellung, die ich hier programmiert habe, hat offensichtlich kein Kamerabild, warum auch immer. Ich schalte mal kurz auf die Totale um, bis die Hand weitergeht. Splitpot, schöner Pot, den die Spieler hier gespielt haben. Nutzen wir mal die Gelegenheit und schauen uns den nächsten Spieler an auf Seed 6. Und das ist kein geringerer als der, ja, man kann es schon sagen, der angehende deutsche Fußballmeister-Fan. Unser Spieler Vize, OG-Member Friday Night, Pokerrunde, ewiger Zweiter als Leverkusen-Vizekusen-Fan natürlich. Ein Titel, der hängt dir einfach an. Mal gucken, ob sich das ändert, wenn sie jetzt dann endlich Deutscher Meister sind. Und der Vize-Moment des Abends, auch bekanntes Feature aus unserem Pokerstream. Der Spieler, der die schwersten Entscheidungen am Pokertisch hat, und keiner hadert so hart wie der Vize selber. Also auch ewig dabei, immer gern gesehen bei unserem Pokertisch. Guter Mann. Weitermachen. Und die Straddles bleiben aktiv, schon wieder dreifach Straddle. Das heißt, das Spiel ist dann effektiv 50-1, wenn die so weiter straddeln. Und das bei den kleinen Stacks. Nico eröffnet hier einen Button. Eigentlich auch eine gute Hand zum Eröffnen bei der Straddelei. Gucken wir mal, ob er hier einen Call kriegen wird. Wir callt hier. Und
Buddy Goal hat noch eine Entscheidung. Kriegt natürlich super Odds und schließt die Action ab. Ja, kann man gut callen. Und wird auch belohnt hier. Nico, der Big Stack am Tisch, versucht sich hier mit einer Conti-Bet. Ja, 450. Holdet hier. Und Buddy Goal wird natürlich hier dabei bleiben. Die Frage, ob er hier raised auf dem Draw Heavy Board. Würde ich hier, glaube ich, mit 2-Pair auch direkt hier das Race auspacken oder vielleicht sogar die Lage direkt einbringen. Ja, macht er hier auch. Will hier dem Gegner keine freien Karten geben und den Preis bestimmen. Und hat natürlich hier das Pech, dass der Gegner halt gar nichts hält. Aber nice hand, Buddy Goal. Nice hand. Kann man natürlich so genau, spielt man Poker. Muss man genauso spielen. Hilft da nichts auf so einem. Auf so einem Board hier dann noch rumzueiern. Ja, Cash and Bar sagt, es ist wieder Zeit für die Stats und die blenden wir euch natürlich auch direkt ein. Nico Mack immer noch unser Chip-Leader mit 2 Lagen vorne. Buddy Goal hat sich jetzt auf 1 Lage hochgespielt bei der ganzen Action und Birkulus ist ein bisschen mehr als 2 Lagen hinten. Der schwabt die eine durch seine Gamble-Hand, aber nichts Wildes passiert bisher. VPIP immer noch, Schwab und Birkulis, die wollen spielen heute. Vize noch verhalten, der kommt auch erst aus dem Urlaub zurück, der muss sich erst mal wieder akklimatisieren an die Pokerumstände. Und PFR, das Buddy Goal und Nico Mack, die treibenden Kräfte hier. Winrate sieht man auch, ist natürlich noch nicht aussagekräftig nach den paar Händen. Also eigentlich wäre das durchgegangen, wenn du da nicht so scheiße Call hättest.